So, moin moin, wir haben heute den 20. November. Ich bin hier an der Bocoa Chaussee. Ein letztes Mal mit Bahnübergang, weil ja heute der letzte Tag ist. An dem die Bocoa-Chaussee offen ist, eigentlich nur für Busse, aber hier stehen schon wieder irgendwelche Privatwagen hinter mir. Ab morgen 4 Uhr ist die Bocoa-Chaussee bis 2025 voll gesperrt wegen Bauarbeiten, weil ja hier eine Brücke über die Eisenbahn rüberkommt. Deshalb bin ich hier nochmal hingegangen und wollte ein letztes Mal noch den Bahnübergang machen, bevor er denn Geschichte ist. Es wird gleich für mich dann auch nochmal nach Lichtenrade weitergehen. Genau, Lichtenrade. Und dort werde ich ein letztes Mal dann auch noch mal auf dem alten neuen Bahnsteig sein, weil da ja, wie gesagt, dann ab 11.12. auch der neue S-Bahnsteig in Betrieb geht und somit ist ja dann auch der Bahnsteig, den man behelfsmäßig gebaut hat, der ja dann auch Geschichte. So, jetzt wird gleich noch eine S-Bahn Richtung stadteinwärts kommen, also Richtung Bernau, eine S2 ist das. Auch die nehme ich noch mit. Da geht sie hoch. Tschüss, ihr lieben Schranken. Ihr habt gute Arbeit geleistet. So, Leute, hier bin ich jetzt in Lichtenrade. Das ist Blickrichtung auf den neuen Bahnsteig. Der geht ja nun am 11.12. in Betrieb und im Vordergrund, das ist der Gleisabschluss von dem jetzigen S-Bahn-Gleis, welches ja ab morgen außer Betrieb ist. Weil da ist ja dann zwischen Schichauweg und Lichtenrade Schienenersatzverkehr wegen Gleisverschwenkung, Umschwenkung der Signalkabel, Neuanschließung, Neuinbetriebnahme etc. 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 Busersatzverkehr wird es geben zwischen Schichauweg und Lichtenrade. Also man verlängert praktisch den Ersatzverkehrsbus in gleicher Lage, der ja bisher in Lichtenrade hinten geendet hat, da in der Wünsdorfer Straße, Ecke Bahnhofstraße. Der fährt halt geradeaus einfach weiter bis Schichauweg und wendet dort dann. So, hier bin ich jetzt Lichtenrade am neuen Bahnsteig. Das ist Gleis 2 und solange wie die S-Bahn hier in Lichtenrade endet, das wird circa für 2,5, 3 Monate sein, hat man diese Behelfsrampe gebaut. Diese Behelfsrampe wird dann hier lang gehen und dann hier vorne auf den alten Weg enden. Wie bisher. Das kommt dann weg, wenn die S-Bahn bis Marlow verlängert wird. So hält man die Wege ein klein wenig kürzer. Der Bahnsteig selbst oben, da sind noch so ein paar Gehwegplatten, die da verlegt werden müssen. Von der Elektrik her soll er angeblich fertig sein.
Aber schauen wir mal. So, und das nächste, was ich euch dann zeige, ist nochmal der alte Bahnsteig, welcher ja nun heute Abend irgendwann um 0 Uhr, keine Ahnung was, außer Betrieb geht. Dann läuft ja für 3 Wochen erstmal gar nichts, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Der neue alte Bahnsteig wird abgerissen, weil der liegt ja der Fernbahn im Weg. Und dann werden auch die Gleise umverschwenkt. So, hier bin ich jetzt in Lichtenrade auf dem neuen alten Bahnsteig. Also jenem Bahnsteig, den man gebaut hat, bevor man den ganz alten Bahnsteig abgerissen hat. Schön kann man hier im Hintergrund die Gleisverschwenkung zwischen der neuen Trasse bzw. der alten Trasse sehen. Hier, wo ich jetzt stehe, hier wird 2025 der ICE langbrausen mit Tempo 160. Daher ist dieser Bahnsteig im Weg und muss weg. So, und wenn man jetzt schon zwischen die Lärmschutzwand am hinteren Ende durchschaut, da steht ein Zwei-Wege-Bagger, welcher dann, denke ich mal, morgen hier frisch, frei, fromm von der Leber weg ans Werk gehen wird, um die alte S-Bahn-Trasse zu demontieren, um dann die Gleise auch zu verschwenken. So, da hinten kommt eine S2 eingefahren. Die nehme ich noch mal mit. Oh, das ist jetzt auch nur ein Halbzug, bestehend aus 2 Vierteln, 481, 482. Einmal in neuer Lackierung und einmal in alter Lackierung. So, der ist jetzt drin, fährt auch gleich wieder los. Und jetzt werde ich mich mal umdrehen. So sieht der Bahnsteig in Blickrichtung Bahnhofstraße aus. Im Hintergrund nicht sichtbar ist auch noch das Infozentrum für den Bau der Dresdner Bahn. Das ist ja nun seit Corona geschlossen. Meine Prognose ist, dass es bis Eröffnung der Dresdner Bahn auch nicht mehr aufmachen wird. Schade eigentlich, weil es gibt immer wieder interessierte Leute, die danach fragen, wann das aufmacht. Aber man kann es halt nicht ändern. Wenn die Bahn kein Personal hat oder nicht will, dann geht das halt nicht anders. So, ich werde jetzt auch die Bahn nehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ihr seht, wir haben ein bisschen Schneefall in Berlin und es ist arschkalt, also gefühlt arschkalt, obwohl es eigentlich so, ja, -2 bis 0 Grad ist. Aber ich werde jetzt auch zusehen, dass ich an den warmen Ofen komme, weil bei dem Wetter merke ich mal wieder meinen Rücken. Also gehabt euch wohl. Bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.